Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pokémon Burbur. Und ja, wir sind hier noch immer auf dem Kampffeld, wo wir mit unserem ersten Pokémon Easy gewonnen haben. Und nun zeigt uns die Mila, wie wir Pokémon fangen. Obwohl, wir kennen das ja schon. Denn ich denke, jeder von uns hat schon Millionen Pokémon gefangen und weiß, wie das geht. Aber wir schauen es uns trotzdem an. Also hinterher. Hey, Mama. Oh, Wulfen. Du machst dich also jetzt zusammen mit Nemila auf den Weg zur Akademie, ja? Yep. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde mich gut um ihn kümmern. Wie schön, dass du gleich eine Freundin gefunden hast, mein Schatz. Ich habe eben in der Broschüre der Akademie gelesen, was für großartige Personen dort lernen. Außerdem scheint es eine Menge nützlicher Einrichtungen zu geben, die du nach Lust und Laune nutzen kannst. Nemila steht dir jetzt auch zur Seite, also wird das bestimmt eine tolle Erfahrung für dich. Ab heute beginnt dein Leben an der Akademie. Schau zu, dass du immer regelmäßig isst, ja? Hier etwas Geld und Verpflegung für meinen großen Jungen. Geilen Sandwich. Dieses Gericht besteht aus verschiedenen Belegen wie Fleisch oder Gemüse, die zwischen zwei Scheiben Brot platziert werden. Der ideale Imbiss für ein Picknick. Ach, und die hier nimmst du am besten auch noch mit. Geil, danke. Juhu. Für den Fall, dass sich dein kleiner Begleiter verletzt, dann verlässt du jetzt wohl das Nest. Ah. Es erwarten dich spannende neue Eindrücke und Bekanntschaften am laufenden Band. Ich wünsche dir nur das Beste und viel Erfolg bei allem. Bei den Dingen, die dir Spaß machen, aber auch bei denen, die dir schwerfallen mögen. Und du kannst natürlich jederzeit nach Hause kommen und dich bei Mama ausruhen. Dann macht euch mal auf den Weg und passt gut auf euch auf. Vermeld dich los. Deine Mutter ist ja total lieb. Ja, nervt. Aber wo waren wir nochmal stehen geblieben? Ach, richtig. Ich wollte dir zeigen, wie man Pokémon fängt. Ah, da rennt sie schon wieder weg. Und hinterher. Hier rüber. Ja, ja, ich komme ja schon. So. Ja, ja, ich brauche keine Details. Ich weiß, wo ich hinrennen muss. Hi, Mädel. Schau, Wolf. Hier fängt der Kukakiko-Pfad an. Alter, was für einen Namen schon wieder her. Oh. Und auf diesem Pfad geht unser Abenteuer los. Oh. Oh, da habe ich schon eins gesehen, was ich haben will. Anders als in Städten begegnet man auf Wegen und im hohen Gras nämlich wilde Pokémon. Ja, red nicht so viel, ich will Pokémon fangen. Näherst du dich ihnen, kommt es zum Kampf, aber keine Sorge, du hast ja Filori. Und wenn du ein Pokémon fangen willst, brauchst du das hier, einen Pokéball. Ich habe jede Menge davon. Hier, ich gebe dir ein paar ab. Ja, her damit. Darf ich jetzt los? Damit fängst du wilde Pokémon. Du wirfst ihn wie einen normalen Ball. Das Design ähnelt dem einer Kapsel. Ja, weg. Genau, zum richtigen Zeitpunkt. Übung macht den Meister. Versuch doch direkt mal gegen dieses Pokémon zu kämpfen. Oh yeah! Pokémon fangen. Wenn du in einem Kampf gegen ein wildes Pokémon den Hörnknopf drückst, kannst du einen Pokéball werfen, um einen Fangversuch zu starten. Ein Pokémon lässt sich leichter fangen, wenn du es durch Angriffe schwächst, bevor du einen Pokéball wirfst. Als hätten wir es nicht gewusst. So, bist du ein Männlein? Ja. Dann Kratzer!
Cooler Arsch. Und Kratzer. Au. Pokéball, los. Easy. Der Kuli ist mein. Woohoo. Registriert. Für Verkuli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ja. Hallo. Wow. Das war allererste Sahne. Ich hätte nicht gedacht, dass dir das direkt gelingt. Ja, red nicht so viel über Pokémon fangen. Was das Fangen von wilden Pokémon angeht, bin ich echt ungeschickt. Vielleicht kannst du ja mir ein paar Tricks beibringen. Aber nicht jeder Wurf gelingt, also solltest du immer ausreichend Pokébälle bei dir tragen. Hier hast du noch ein paar. Geil, nochmal 10 bekommen. Juhu! Bist jetzt fertig? Kann ich los? Du solltest ein Pokémon erst schwächen, bevor du einen Pokéball wirfst. Merkt ihr das, ja? Ja! Stell dich unterwegs am besten ein paar wilden Pokémon und probier das Fangen gleich mal aus. Oh, Mädele! Wie wär's, wenn wir uns zum Leuchtturm da gehen? Von dort oben können wir die Akademie sehen. Ja, Pokémon fangen! Die Pokémon, denen du zum Beispiel im hohen Gras oder in Höhlen begegnest, sind wilde Pokémon. Wenn du mit einem wilden Pokémon in Kontakt kommst, beginnt ein Kampf. Du kannst aber auch einen Kampf beginnen, indem du dich einem wilden Pokémon zuwendest und durch Drücken der, dass der ein Pokéball auf ist, wirfst. Das eignet sich besonders gut, um gegen Pokémon zu kämpfen, die auf Bäumen oder in der Luft sind. Geil. Ja, ich mach mich jetzt bereit. So, tschüss. Den habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Hi, einmal Trank. Ah, so geht das. Alles klar. Ah. Hallöchen. Na, Ferkuli, wie geht's? Blattwerk. Aha, du hast keine Chance gegen mich. Kratzer! So, wir sind der kleine Bärchen gerannt, den wir vorher im Bild gesehen haben. Gib mir das! Pokéball, okay. Ah ja, genau, das ist die neue Funktion, ne? Die Angriffsfunktion. Man kann jetzt im Endeffekt das drücken. Dann kämpft das Pokémon von Haus aus, ohne dass du richtig im Kampf bist. Oh, so automatisch Mode. Das ist recht cool. Gegen leichte Pokémon, wo du jetzt nicht unbedingt fangen willst, ist das die perfekte Gelegenheit. Ah! Du jetzt falsch. Ja, nimm halt den, ist auch okay. Was haben wir hier? Noch ein Ding. Ach ja, und falls ihr euch Sorgen macht, dass Shiny-Pokémon dadurch besiegt werden könnten, ist nicht so. Sobald ein Shiny dabei ist, werden die automatisch in den Kampf geschickt. Wo ist der kleine Bär jetzt hin? Dratini, ne? Ich sollte dich vielleicht doch mitnehmen. Komm her. Hallöchen. So, Dratiri. Level 3 weiblich, auch okay. Blattwerk. Stimmt, das ist ein Vogel, hä? Sunny! Pokéball! Und es ist meins. Haha! Zweites Pokémon gehört mir. Und wieder ein Pokémon drin. Yeah! Und das ist echt cool gemacht. So, wir brauchen einen Heiltrank. Ich will den kleinen Bär haben. Wo ist denn der jetzt hin?
Er war nur ganz kurz im Bild. Little Bärchen, wo bist du? Da ist ein Hopfspross. Haben wir da noch einen Hopfspross? In die falsche Richtung geworfen. Das muss ich noch üben, dass ich in die richtige Richtung werfe. Ah ja, Bummel. Ah. Pokéball, los! Wir fangen sowieso jedes Pokémon, was es gibt, aber trotzdem. Ich will den kleinen Bären, wo ist der hin? Ja! Neue Registrierung, geilo! Wo ist der kleine... Oh, hi! Grüß dich! Komm her! Wie kann ich das Teil da oben runterholen? Da komme ich noch nie hoch. Gibt es da irgendwie eine Zielfunktion? Ah! Es gibt eine Zielfunktion. Dafür einfach nur die andere Taste drücken. Hallöle! Darundel! Pokéball, los! Sollte auch ohne Schwächen gehen. Easy. Ach ja, und das Schöne ist, das können wir nachher auch testen, wenn ihr so den Speedkampf geht, wo ihr halt die Pokémon einfach hinwerft und die kämpfen automatisch, das soll es auch gehen, dass man mehrere losschickt und nicht nur immer eine, sondern einfach mehrere. Okay, das ist Kamera. Selfies und Filter brauchen wir nicht. Zurück. Wie komme ich jetzt wieder raus? Hallo, will hier raus. Danke. Okay, da kann ich die Kamera und mein Equipment anschauen. Ja, toll. Ich hab die Ding gefunden, wo ich mir meine Klamotten aussuchen kann. Ich habe nur nichts. Oh, aber ich kann ihn ausziehen. Oh doch, ich habe was. Eine Sportkappe weiß. Ja, auch nicht so geil. Oh Gott. Ablegen. Perfekt. Oh, Gott sei Dank. Ich habe es gefunden, wo ich mir mein Ding ablegen kann. Der Teil ist so hässlich. Oh, ich habe doch ein paar Klamotten. Leinenrucksack. Boah, ist okay. Ja, nee. Ich bin zwar ein Brillenträger, aber alles muss nicht sein. So, das ist Rodom. Handschuhe hätte ich auch. Hä? Also Akademie-Schuhe. Akademie-Handschuhe habe ich nicht an. Passt. Hightech-Sneaker weiß. War ja schon eher mein Ding. Knöchelsocken ist mir egal. Frühlingsuniform, Sommeruniform, Herbst, Winteruniform. Ja, Gott. Aha. Okay, auch wenn es jetzt doof klingt, aber die Winteruniform ist eindeutig die coolere. Ich bleibe bei der Winteruniform. So, aber jetzt genug. So, eins. Ich weiß aber noch nicht, wie man das macht, dass man mehrere losschicken kann. Oh oh. Das war knapp, erst Pausele. Musst dich schon ein bisschen zusammenreißen. Also, ich schenke dich zwar weg zum Fighten, aber du musst schon schauen, dass du keinen Schaden kassierst. Ich will ja nichts sagen, aber ich finde den kleinen Bären nicht. Bin ich voll doof, Mann. Hier liegt so viel Zeug, aber der kleine Bär nicht. Da oben ist auch nichts. Da kannst du mal fighten eine Runde.
Weiß noch um Ferkuli, Ferkuli. Darundel, Darundel. Komme ich hier hoch vielleicht? Nope. Versuch was wert. Komm, kämpf gegen den. Nee, 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 nee. Da ist ein Hauptspross, das sollte ich auch mitnehmen, ne? Komme ich denn da zu dem Ball hoch? Ah, so. Kein Problem, Beleber. Im Baum ist nichts. Hey, war doch jetzt gerade vorher auch noch ein Hauptspross. Wo ist denn das hin? Was haben wir hier? Ah, eine Biersiftbeere. Geiler. Ah, da. Level 2. Okay. Wird trotzdem mitgenommen. Pokéball, los! Und wieder ein Pokémon mehr. Da ist es! Da ist es! Komm her! Hi, kleiner Otto, du bist so süß! Bamo! Jo, du bist meins und bist sogar noch ein Mädel. Komm her! Klasse! Bamo wurde gefangen! Oh, cool. Level Ups. Oh, Säuselstimme. Oh, das ist sogar ein Elektro-Pokémon. Cool. Ja, natürlich in meinem Team. So, Velori ist gar dabei. Radierendler werden wir auch bei uns lassen. Hauptspross würde ich wegtun, auf alle Fälle, weil wir haben ja unsere Katze, die Pflanze ist. Brauchen wir Hauptspross nicht. Ja, ja, das geht in wie immer in eine Box rein. Ich kenne den Mann. Ihr sicher auch. So. Ich werde angegriffen. Hilf mir. Nicht in die falsche Richtung rennen, Mädel. Da hinten ist der Gegner. Ja, dann halt nicht. Ah, okay, nach. Ah, okay. Kämpf mal halt. So. Kratzer. Okay. So. Ah, okay, unsere Katze ist jetzt Level 9. Also, Filore, du wirst jetzt mal kurz ein bisschen gewechselt hier. Weil Level 9 ist hoch genug. Okay, Bamo, du bist dran. Mal schauen, wie du drauf bist. Komm. Attacke! Perfekt und Attacke! Und Attacke! Ey, das macht, so macht es echt Laune, Leute. Also so macht Level echt Laune. Gut gemacht. So, wo müssen wir jetzt hin? Vor lauter Aufregung und Spaß die Zeit voll vergessen. Oder ist wieder eins? War klar, jetzt sehe ich wahrscheinlich die ganze Zeit so ein Bamo. Wolfen, na?
Hast du das Fangen von Pokémon schon drauf? Ja, yep, easy. Lass mal sehen, wie viele Pokémon du dir schon geschnappt hast. Was war das? So einen Ruf habe ich noch nie gehört. Vielleicht war es ja ein richtig starkes Pokémon. Komm, lass uns rausfinden, wo der Ruf herkam. Aber mach ja einen großen Bogen um die Höhle hier in der Nähe. Die ist nämlich gefährlich. Und dein Smartrodom hat zwar eine eingebaute Sicherheitsfunktion, aber pass entlang der Klippe trotzdem besonders gut auf, ja? Aha. Aber zuerst nehme ich mir das da. So, den Pokéball. Was ist das da oben? Da komme ich aber jetzt noch nicht hoch, oder? Nee. Also Zeug liegt hier rum, das ist echt nicht normal. Guckt euch das an. Wenn du willst, da, Attacke. Oh ja. Gut gemacht, Bamo. Also die Speedkämpfe in der Ding, also mit dem Drücken, also mit so, die sind echt nice. Und ihr könnt währenddessen weiter rennen, während das Pokémon kämpft. So. Hön. Ach ja. Schwein gehabt. Hallöchen. Hi. Ich tu dir nix. Sei ganz nett. Ja. Das seltsame Pokémon liegt völlig kraftlos am Boden. Vielleicht kannst du ihm etwas geben, was ihm wieder auf die Beine hilft. Hast Hunger? Ist zwar meins, aber hey. Na? Was hältst du davon? Ja. Ach ja. Okay, es hatte nur Kohldampf. Kann ich verstehen. Bin auch immer voll kraftlos, wenn ich Hunger habe. Ich würde mal sagen, das ist die Höhle, wo ich nicht hin soll. Voll der Transformer hier. Ich will irgendwie aber nicht in die Höhle, aber ja, ich komme gleich. Nur kurz hier einmal gucken. Wow.
Ja, kann ich eigentlich schwimmen? Du hast es irgendwie aus dem Wasser geschafft. Ich bin das hoffen. Okay, der Versuch war es aber wert. Eindeutig. Ah, ich kann mir ja schon. Meeresbuchthöhle. Hey, Wolfen. Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Ja, alles klar. Oh, zum Glück. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ach, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann dich eins meiner Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Oh ja. Was ist das denn für ein Pokémon vor dir? Das sieht ja richtig stark aus. Es schaut dich immer so an. Vielleicht will es, dass du ihm folgst, Wolfen. Ja. Hey, warte, warte. Und wow, krass. Wahnsinn. Das Pokémon könnte so stark sein wie meine eigenen oder sogar noch stärker. Ja. Warte. Warte. Level 2 kann ich so fangen. Mangunio, gefangen. Oh ja. Und wieder ein Pokémon im Pokédex. Nein. Hab mein Team dabei nochmal. Attacke! Oh, Tick-Tick. Nee, das ist ein Tick-Tack, ein Tick-Tick. Habe ich hinter uns gerade ein richtiges Ding gesehen? Ein Hundemon oder ein Hundduster, besser gesagt? Ich glaube, das war hinter uns, ne? Ich würde es umdrehen. Komm schon. Ja, ja. Schön für euch zu heben. Geilo. Ja, Christi. Nein, nicht in mein Team. Danke. Und wieder eins mehr. So. Ja, da. Guckt. Moment. Level 40. Ja, da komme ich nicht dran. Mist. Aber der Versuch war's wert. Wo liegt denn noch hier irgendwo was? Hui. Ja. Los, Attacke! Spiel bremst mich immer ein, wenn ich vor das Pokémon rennen will. Oh ja, 1-1 davon will ich. Nein, nein! Boah, ey! Ist ja schön, dass du mir hilfst, aber eins hättest du ruhig da lassen können. Die Hunduste in dieser Höhle sind ziemlich rauflustig, sei vorsichtig. Es beruhigt mich zwar, dass du einen Beschützer an deiner Seite hast, aber sei trotzdem auf der Hut. Ja. Och, jetzt bremst mir das Spiel wieder ein. Komm, geh wieder einen Meter vor, danke. Ah, da liegt nichts. Spiel bremst mich wieder.
damit ich ja nicht vorlaufe. Hallo, mein Beschützer. Könntest du bitte weitergehen? Haben Probleme sonst. Wow, das hat reingehauen. Der Felsen ist komplett zertrümmert. War das echt eine normale Attacke? Ich muss mir das unbedingt aus nächster Nähe ansehen. Pass auf, Wulfen. Da kommt irgendwas. Achtung, hinter dir. Oh, da ist es. Lass mich dich fangen. Boom. Deine Hände zittern so sehr, dass du keine Items aus deinem Versuch was wert. Wow. Ja, geil. Eins will ich. Hey! Hier oben! Komm schnell! Das wäre aber auch ein bisschen sanfter gegangen, nur so nebenbei. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Das wurde richtig brenzlig. Wow, ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es erschöpft, weil es seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Und was für ein Pokémon ist das überhaupt? Es sieht ein bisschen wie ein Mobex aus. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Gute Frage. Ich denke mal, der hat Hunger. Du weißt es also auch nicht. Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon, ihr wart ganz im Einklang, als ihr gegen Hundemon gekämpft habt. Ich wollte es aber fangen. Was? Du hast ihm gar nicht gesagt, was es tun soll? Ich hatte gedacht, es wäre jetzt dein Pokémon, aber wohl doch nicht. Oh, schau mal, es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Ruf vorhin. Meinst du, er kam von diesem Pokémon hier? Yep. Mann, oh Mann, je länger man es anschaut, desto seltsamer wird es. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es trainiert hast. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen, nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Hey, geil, der hat ein schwarzes, ich will auch eins. Und hier... Mit diesem Item kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Sternschauer, geil. Er schießt sternförmige Strahlen, die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Überleg dir allerdings gut, wie du es nutzt. DMs kannst du nämlich nur einmal einsetzen. Aber jetzt sollten wir uns nach den ganzen Strapazen erstmal ausruhen. Komm! Legen wir auf dem Leuchtturm eine Verschnaufspause ein. Machen wir natürlich, aber erst das nächste Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.